CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute Abend gesehen, dass es ganz unterschiedliche Wege gibt, wie man aus der Sommerpause in diese Debatte zurückkommen kann. Man kann es so machen wie die AfD und einfach undifferenziert drauf lospoltern. Das ist schlecht, aber auch nicht überraschend. Man kann es so machen, wie wir es heute bei anderen Rednern gehört haben. Man kann unseren Vorschlag kritisieren, aber keinen eigenen machen. Denn wir haben von Ihnen nicht gehört, wie es denn alternativ gehen könnte. Oder, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann es so machen wie unsere Regierungskoalition. Man kann seine Sacharbeit ordentlich machen und einen vernünftigen Vorschlag für das Wahlrecht vorlegen. Und das haben wir heute gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden in der nächsten Woche schon intensiv darüber reden, wie wir die notwendige Verkleinerung des Bundestages hinbekommen haben in dem Zusammenhang, aber uns auch die Frage gestellt, wie wir in der Pandemiefestigkeit vorankommen können. Und es ist natürlich so, dass wir in der aktuellen Lage noch körperlich zusammenkommen können unter den besonderen Hygienebedingungen der Pandemie. Und deswegen wurden zurzeit auch viele Nominierungsveranstaltungen für den Bundestag schon durchgeführt, und sie werden auch weiter durchgeführt werden. Und wir wollen nur einen Notmechanismus für den nicht zu wünschenden, noch härteren Krisenfall schaffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine Alternativlösung hier vorlegen, die eben nicht nur für Corona vorgesehen ist, sondern die die Möglichkeit schafft, eine Flexibilisierung des Wahlrechts für den Krisenfall vorzusehen, die wir bisher so nicht hatten. Und ich will es noch einmal deutlich sagen. Wenn hier kritisiert wird, dass wir das Mittel einer Rechtsverordnung wählen, dann ist für uns im Ausgangspunkt wichtig, es wird dabei bleiben, dass die Nominierungen für den Bundestag bei dem jetzigen Infektionsgeschehen weiter als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden. Und das ist auch richtig so. Aber wir müssen für den Krisenfall vorsorgen. Und da sind wir als Parlament eben auch Herr der Lage, was das Beurteilen des Krisengeschehens angeht. Denn nicht der Bundesinnenminister, nicht die Regierung wird darüber entscheiden, wann diese Verordnungsermächtigung greift, sondern wir werden darüber entscheiden. Und wir haben vorgesehen, dass das der Wahlprüfungsausschuss tut. Und ich glaube, das ist auch folgerichtig, denn das Gremium, das die Wahl als Ganzes prüft, kann natürlich auch seine Beurteilung bei der Nominierung abgeben. Und es ist für uns wichtig, dass wir sagen, ja, wenn diese Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, wenn wir als Parlament feststellen, ja, von dieser Verordnungsermächtigung soll Gebrauch gemacht werden, dann ist es eben nicht so, wie Konstantin Kuhle gesagt hat, dass dann irgendetwas passiert, sondern dann passiert das, wie wir es von unserem Bundesinnenministerium gewöhnt sind und wie wir es kennen. Dann kommt verfassungsgemäßes Handeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die Rechtsbindung des Bundesinnenministeriums liegt natürlich vor. Und deswegen habe ich keinen Zweifel daran, dass wir hier auch die Wahlrechtsgrundsätze berücksichtigen werden. So viel zur Technik. Aber Frau Hasselmann, ehe Sie sich ärgern, wollen wir noch mal was Versöhnliches sagen. Denn Sie haben völlig recht in dem, was Sie gesagt haben. Ja, wir müssen im parlamentarischen Verfahren sicherlich auch noch mal gucken, ob wir auf das Große und Ganze noch die eine oder andere Anpassung machen können. Und ich habe gesagt, schon im Zusammenhang mit der Digitalisierung des Planungsverfahrens, es ist richtig, wenn wir aus der Not von Corona auch die Tugenden der Digitalisierung ziehen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir im Rahmen der weiteren parlamentarischen Beratung auch noch mal darüber reden, wie wir die Digitalisierung der Parteiarbeit, des Wahlrechts voranbringen können. Und ich finde es vor allem wichtig, dass wir nicht nur über das Wahlrecht reden, sondern auch über das Parteienrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus meiner Parteienfamilie hat es die CSU schon vorgemacht. Die Junge Union Deutschlands wird mit einem digitalen Deutschlandtag nachziehen.
und wir zeigen, wenn es nötig ist, dann sind digitale Parteitage auch in Zeiten der Pandemie ein probates Mittel. Und ich finde, wir sollten darüber reden, wie wir für den Notfall eine Rechtsgrundlage schaffen können, dass auch die Parteien daran teilhaben können, was für Vereine heute schon durch unser Corona-Übergangsregime möglich ist. Und ich will Ihnen das etwas metaphorisch sagen. Wenn einem die Möglichkeiten des Internets zur Verfügung stehen, sollte man sich nicht auf die Gedankenwelt des Faxgeräts beschränken. Und in diesem Geiste werden wir mit Ihnen beraten. Herzlichen Dank.